ein voller Strand am Gelderswoog. Und das hat einen Grund, denn am 30.08. fand hier das sogenannte Entenrennen statt. Jeder Besucher konnte sich eine Nummer kaufen und so seine Quietscheente auf den Weg schicken. Alle in einem Netz gesammelten Enten brachte die Feuerwehr nun an den Start. Die Besucher hatten mächtig Spaß dabei, das spannende Rennen zu beobachten. Für die ersten 20 Enten gab es tolle Preise. Die Besucher, deren Ente also unter den ersten 20 war, hatten gewonnen. Aber auch alle anderen hatten etwas gewonnen, nämlich die Gewissheit, etwas für die gute Sache getan zu haben. Neben dem Spaß geht es hier am Gelderswoog heute vor allen Dingen um eines, nämlich um den guten Zweck. Jeder, der ein Entchen gekauft hat, unterstützt damit die Kinderkrankenpflege des Deutschen Roten Kreuzes. Marco Prinz, Geschäftsführer des DRK-Kreisverband Kaiserslautern Stadt, erklärt die Arbeit der Kinderkrankenpflege. Wir betreuen und pflegen Kinder, ja, von einer Krankheit, sage ich mal, wo Eltern nicht mit alleine zurechtkommen. Das unterstützen wir bis hin zu schwerstkranken Kindern, die auch chronisch krank sind, ja, die unter Umständen nach Unfällen dann auch beatmungspflichtig sind, bis hin zu einer 24-Stunden-Betreuung. Auch Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel war vor Ort und erklärte die Wichtigkeit einer solchen ambulanten Kinderkrankenpflege, bei der die Kinder zu Hause betreut werden. Das hat folgende Vorteile. Sie sind eben in einer vertrauten Umgebung. Sie sind nicht noch zusätzlich belastet durch eine fremde Umgebung. Es entlastet natürlich auch das Krankenhaus ein Stück weit. Und es ist natürlich auch für die ganze Familie von Vorteil. Und das kostet natürlich alles Geld. Und dazu wird diese Veranstaltung gemacht und da fließen auch die Gelder hin. Bei einer solch großen Teilnehmerzahl steht einer Wiederholung dieses ersten Entenrennens im kommenden Jahr eigentlich nichts mehr im Wege.